Naja, wirklich viel aushalten tut er jetzt auch nicht. Ich habe eine neue Aufgabe erhalten, okay. Bring Athene die Statue zurück. Das geht zum Glück schnell. Hm. Oh Gott, hey. Ja, also... keine Ahnung. Hab vielen Dank für deine Hilfe. Ich hänge nämlich sehr an der Statuette. Du hast edel gehandelt. Bitte nimm meinen Segen und dieses bescheidene Geschenk an. Und das war's jetzt? Na super. Okay, 2 Level up in dieser Aufnahme, sehr schön. Und ja, dieses Mal denke ich direkt daran, das Ganze zu verteilen. So. Die Suche nach Seth ist klar. Reise in Unterwelt, suchst du eine Firma im Fall von Troja. Betritt den Ätna. Dann machen wir das mal weiter. Strand vor Troja, na gut. Oh, du mein Ladebildschirm. Als ob wir dich vermisst hätten. Was wir hier Beute liegen lassen haben, naja, zu Recht. Ich portiere mich mal schnell nach Trojas Oberstadt, vielleicht können wir da schneller hantieren. Ach, plötzlich ist es Nacht. Hm. Seltsam. Die Stadt, in der es immer Nacht war. Wer also bislang vermutet hat, dass das Spiel einen Tag-Nacht-Zyklus hat? Es gibt Gebiete, in denen es immer Tag. Und es gibt Gebiete, in denen es immer Nacht. Total realistisch, ich weiß, aber Loki halt. Ist auch nicht realistisch, dass die letzten 5 Herrscher alle denselben Architekten hatten, oder? Also, in verschiedenen Regionen meine ich jetzt. Oh oh. Liebe Leute, lasst euch sagen, ich glaube, wir bereuen jetzt gleich, dass wir da damals was stehen lassen haben. Grabstätte der Verlorenen ist nämlich woanders, da kann ich mich nicht portieren jetzt. Teleportieren. Ich weiß, ich sag öfter portieren, auch wenn es teleportieren heißt, aber teleporten. Hm. Eine nette kleine Kurzfassung, Kurzversion. Was eben ein, ja, jetzt nicht ebenbürtiger, aber doch netter, kurzzeitiger Ersatz für Loki wäre, wäre Overlord. Also, das Spiel mit dem ganz bösen Häuptling, der, die diversen Fantasy-Welten erobert. Overlord 1 und 2, mal gesetzt den Fall, man würde jetzt Loki pausieren, wäre Overlord eine Option. Nicht zwangsläufig das... Okay, hier waren... Ja, hier sind wir letztes Mal durchgerusht, wer sich erinnert. Overlord wäre natürlich nicht die einzige Option. Ich würde euch dann ein paar Spiele wieder zur Auswahl geben.
Und nach dem Spiel, das ich dann Let's Play, würde ich eben wieder zurück zu Loki gehen. Weil es halt mal ein bisschen Abwechslung drinnen ist. Und nicht immer und ständig dasselbe Zeug los ist. Also. Das ist nämlich mit der Zeit auch ein bisschen zäh. Deswegen habe ich jetzt auch hier den Goldfisch zwischendurch mal reingepflanzt. Aber da werde ich vermutlich noch irgendwo eine Abstimmung machen. Irgendwo heißt er wieder auf meinem Blog. Bam. Hallo Leute, hier bin ich. Guck, 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 guck. Warum haben wir da eigentlich stehen lassen? Wir putzen das sowieso alle One-Hit weg, oder fast alle. Ach, ist das schön mit dem Barbar zu spielen, man braucht die Anzeigen nicht im Auge behalten. Oder nur ist es selten. Hallo, 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 hallo. So. Ja, Stille. Verdammt. Also wie gesagt, es gibt dann natürlich ein paar Alternativen. Ich habe es auch letztes Mal ist gut, das ist jetzt sicher schon ein paar Sonntage her, in Paderworld gefragt, was ihr zum Beispiel von einem Star Wars Let's Play halten würdet. Hab da aber bislang noch relativ wenig Antworten bekommen. Aber werde mal ganz spannend auch vielleicht. Muss ja auch nicht eins der brandaktuellen Top-Neuheiten-Spiele sein. Was hätte ich dazu Auswahl? Die Jedi Knight-Spiele 2 und 3. Wobei der dritte besonders spannend wäre, weil da können wir uns frei entwickeln. Knights of the Old Republic 2, wobei ich... Okay, das wird dann ein bisschen übertrieben. Das Spiel ist mindestens so lang wie Loki. Vor allem, weil ich KOTOR 2 schon nochmal spielen möchte. Aber mit diesem neuen Hidden Content Mod, wo dann die versteckten Teile alle freigeschalten werden. Die versteckten Quests etc. Den habe ich nämlich bislang noch nicht spielen können, weil er jetzt erst eben entdeckt wurde, rauskam. Und das wäre schon noch ganz spannend. Aber das wäre als Pausenfülle für Loki etwas viel. Aber wie gesagt, zum Beispiel Jedi Knight 3 wäre eine, ja, Option. Oder auch The Force Unleashed 1. Ich habe beide schon gespielt auch, das wäre auch nicht blind. Zumindest nicht ganz, ich kann mir wahrscheinlich nicht mal alles erinnern. Was wäre noch eine Option? Das wäre noch eine Option. Ich überlege gerade, was ich sonst noch spielen könnte. Jade Empire wäre vielleicht auch ganz nett. Das hat ungefähr 20 Spielstunden. Also länger habe ich zumindest nie gebraucht. Grabstätte der Verlorenen. Ach komm. Länger als die 20 Spielstunden habe ich zumindest nie gebraucht. Hey, hier haben wir uns doch vorher gerade durchgekämpft, oder?
Ich werde das dumpfe Gefühl nicht los, dass uns das Spiel verarschen will, aber naja. Ja, hier waren wir erst. Dann könnten wir uns hier doch vielleicht auch her teleportieren. Super, wird mal wieder ein Weg umsonst. Ach, schön. Oder aber, was auch theoretisch möglich wäre, wäre zum Beispiel mal doch einen Ego-Shooter anzugreifen. Also zum Beispiel Crysis oder keine Ahnung. Eventuell wirklich Stalker, Shadow of Chernobyl. Wobei Stalker wieder ein bisschen lang wäre. Das hätte wieder ein verdammt langes. Ey, wieder ein Tortalent. Wahnsinn. Wir steigen heute auf wie sonst irgendwas. Wobei, wie gesagt, Stalker verdammt lang wäre. Das müsste dann natürlich auch von der Mehrheit beschlossen werden, dass wir dann irgendwie so einen Ego-Shooter spielen. Oder Serious Sam wäre zum Beispiel auch mal was Lustiges. Serious Sam ist einer der wenigen Shooter, die kann man gar nicht schlecht spielen. Da habe ich ja auch ein Let's Have Fun zu Serious Sam HD gemacht. War glaube ich mein ganz erstes Let's Have Fun. Ja, es war mein erstes Let's Have Fun, genau. Ja, wäre zum Beispiel, überlegen wir mal. Oder aber auch, dass man mal eine Solo-Partie Anno 2070 spielt oder so irgendwas, keine Ahnung. Ein Endlosspiel beginnt oder so, ich habe keinen Plan. Wären alles Möglichkeiten, sag ich mal. Darüber wird aber erstens mal, wenn überhaupt, so noch mal in einem Update berichtet. Aber schreibt mir hier doch mal bitte in die Kommentare, was ihr generell davon halten würdet, wenn ich Loki mal eine Zeit lang zugunsten eines anderen Spiels pausieren würde. Oder soll ich es generell mal pausieren, um die anderen Projekte voranzutreiben? Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Man sagt, ja, man pausiert Loki und pusht dafür, keine Ahnung, Darksiders zum Beispiel oder die Together-Projekte oder generell alle Spiele, damit dann da mal wieder was weitergeht. Wäre auch eine Option. Aber ich will das nicht direkt über eure Köpfe hinweg entscheiden, das wäre nicht nach meinem nicht nach meinem Interesse, denn ich will ja Videos für euch machen. Und da wäre es sehr unproduktiv, wenn ich jetzt einfach über eure Köpfe hinweg entscheiden würde, ja, Loki wird pausiert und dafür spielen wir so und so. Ja. Es gibt natürlich Projekte, die wir planen, ohne euch zu fragen. Zum Beispiel Portal 2 war jetzt ein Projekt, das wir gemacht haben, ohne überhaupt nach irgendwas zu fragen. Wobei ich das ja schon gesagt habe, nach dem ersten Teil Portal 2, wir kommen aber nicht direkt. Und da hatte ich schon ein paar Kommentare drauf, ja, wir freuen uns drauf. Ich glaube, es kommt noch einigermaßen gut an, also der Together-Part. Danach, wie gesagt, der Solo-Part noch. Und dann schauen wir mal. Ja, also im Endeffekt bleibt es wieder euch überlassen, was ihr sehen wollt. Und ja, also keine Ahnung.
Vielleicht brauche ich auch mal so eine Art Sprechstunde oder so, wo ich dann zwar streame, aber kein Spiel, sondern nur mich und ihr könnt mit Peter quatschen und so. Wo wir das dann auch absprechen können.